Herzlich willkommen zur Wackenfahrerkarte auf diesem Marsch. Wir schauen gerade, ob der Kalkfahrer das hinkriegt mit dem Überführungskurs für Kalkohle. Er ist aktuell bei 6% Füllmenge, das heißt, er wird gleich leer sein. Und dann muss er ja zum Silo da hinten hin und was holen. Das ist ein kleiner Kurs eingefahren, wo wir nicht weit fahren müssen, und dann mal schauen, ob das klappt. So hat er schön den Kalk, schön weiß, fast wie im Winter, aber wir haben Sommer, früher Sommer. Ja. Die Ernte ist noch nicht so weit. Es wird noch, könnte sein, dass es morgen reif wird, aber ich glaube eher dran nicht. Also ich denke mal eher Ende Sommer. Der Tatsache geschuldet, dass wir das im Frühjahr ausgesät haben. Relativ früh eigentlich. Da hatten wir eigentlich Glück gehabt, dass die Temperatur anfangs gepasst hat. Bei Mais hatten wir auch Glück, das ist auch gekeimt. Da hatte ich schon die Befürchtung gehabt, dass es nicht keimt. Mal sehen, das wird näher. Wenn das gut klappt, das machen wir bezweifeln. Das gibt's doch, jetzt muss er nochmal einmal wenden und dann fällt er fest, er ist leer. Das ist ja jetzt auch ungünstig, ne? Das ist typisch. Na, ich wollte gleich noch das Gras vom Silo, vom Lager, reinfahren ins, in die Heutrocknung. Weil Gras an sich kann man nicht lagern normalerweise. Also das ist, wenn man Gras gemäht hat und liegt auf Wiese ausgebreitet, wo die Luft gut rankommt, dann hält er sich eine Weile, für einen halben Tag. Oder auch den ganzen Tag, es wird trocken, aber es wird nicht schlecht. Aber wenn das Gras auf einem großen Haufen liegt, dann ist es ungünstig, weil es innen drin sich thermisch erwärmt. Und dann wird das Gras irgendwann anfühlsam schlecht. Also ungenießbar, sagen wir so. Das buffelt der im Prinzip. Und je länger, umso schlechter wird es. Ne? Und darum ist es besser, wenn das Gras. Entweder man macht zur Silage oder durch Pressen, ne, und Luftanzug, oder man macht gleich verfüttern. Ne. Schauen wir mal, im Grunde hätte ich andersrum fahren sollen. Optisch gesehen ist es jetzt ungünstig, weil der Deckel natürlich. Ja. Aber er geht auf. Naja, hält auch wieder mal ganz woanders an. Rein optisch gesehen ist es auch nicht ideal. Ne. Aber er geht voll. Das ist immer wichtig. Der muss noch ein bisschen fahren. Aber das ist im Grunde nicht schlecht, weil so haben wir sie kalt. Und das können wir bald düngen. Das kann der Faktor auch machen normalerweise. Oder wir tauschen den Arm nachher. So. Wir waren hierbei und wollten das Gras vom Silo. In die Heutrocknung fahren. Das ist ganz wichtig. Rein, ja. Es ist besser, ne? Wie gesagt, Gras so lagern geht normalerweise nicht. Auch im Ballen gepresst geht Gras lagern nicht. Das ist, wenn man es pressen würde im Ballen, würde es irgendwann Silage werden. Also, das ist halt so. Auch ohne Folie wird es Silage werden, das ist so. War nicht perfekt, weil da immer noch Luft rankommt, ne? Aber so wie Hexegut kann es auch nicht einlagern, das geht nicht. Man muss es schon verarbeiten, ne? Also das ist. Das sollte nach zeitnah gepresst werden und Silage werden. Dann ist es haltbar. Aber Gras an sich, so wie jetzt, wäre es im Lager, naja, schon verdorben, kann man sagen. Also nicht mehr genießbar. Das ist so wie mit Gemüse, man soll das frisch ernten, dann kann man es essen. Alles andere ist. Man könnte auch den Kühen was geben, aber. Die haben ihre Weide.
Die brauchen da kein Gras von anderen Flächen. Kann natürlich sein, wenn wir später mal die, dass wir mehr Kühe haben, dass wir mehr Gras brauchen. Aber aktuell ist das nicht so. So. Rein da. Aber Heutrocknung ist in dem Sinne schon realistisch, weil es ja durch Wärme und so, durch Luftzufuhr, man kann schon trocknen. Ne? Ob nur mit Diesel oder mit Strom, das ist eine andere Frage. Ne? Regen? Das ist jetzt äußerst ungünstig. Ich meine, noch nur die Ernten, ne? Aber später ist es schlecht. Trocknet ja nicht. Was tust du mir an? Erst vor es trocken bei der Aussaat und jetzt wird's nass. Kühe, Mundversorgung und Schweine auch. Das werden wir gleich machen. Gleich mal, nachdem wir das Gras rausgeholt haben. Da haben wir viel Heu, können wir viel Futter machen. Haben wir nicht ganz das Rohr erwischt, ne? Ja, das war das Gras, musste das Rohr durch, das ist ja schon mal von vornherein ungünstig. Ne? Bei Heu ist schon schlecht. Und Stroh auch. Okay, also geht so nicht. Das würde schlichtweg nicht sauber werden, also es wäre irgendwann so verstopft. Ja, fast bei Hängern, das ist nicht schlecht. Fehlt ja nicht viel. Sauwetter. Ich habe es nur so gemacht, weil ich Angst hatte beim nächsten Kurs, dass bei Heu meckert, ne? Also nicht ablädt. Also ist nicht vorgesehen, dass Heu als Heu ins Heulager gefahren wird. Ne? Deswegen habe ich das zum Lager gefahren erstmal. Das ist so schon okay. So, da sind wir. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir haben. Ich glaube 13 oder so. Eine mehr machen auch nicht so schlimm, aber ich kann viel zu wenig. Nee. Ich habe nicht mitgezählt. Und ich kann es eben am Bildschirm nicht mehr sehen, weil zu viele Folgen sind. Ach, die schönen Rüben, die waren eh alle futsch. Irgendwann wollte ich auch noch hinbauen. So, die Tiere wollte ich versorgen. Den fahre ich erstmal Richtung Unterstand. Dann ist der Karlstall auch unterwegs, der arbeitet noch schön. Ja, der Traktor, den wir für hatten, ne, der ist noch hier. Für Kühe. Wir gehen hier mal Wasser. Das ist ganz wichtig. Wasser ist ganz wichtig für die Tiere, also egal ob Sommer oder Winter, ohne Wasser geht's nicht. Achso, hier haben wir. Wir haben noch keine Tiere noch nicht umgebaut. Aber rein theoretisch geht es. Man kann eine Pumpe setzen. Und zwar, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also, wir nehmen mal bei Kuhstall.
Der Kuhstall ist da. Besuchen. Von diesem Punkt aus. 45 Meter Umkreis. Mal die Pumpe aufbauen. Also im Prinzip hier würde ich meinen. Nicht gerade hier, aber hier. Hier normalerweise Pumpe. Da wäre es, glaube ich. Wenn das nicht hier ist, das ist woanders. Das ist woanders. Tierhaltung normalerweise. Tierhaltung wäre auch logisch. Pumpe. Details. So. Das heißt, hier ist der Trigger, wo man erscheint und wo man hinzappen kann. Pumpe errichten. Und wenn das, die Pumpe da ist, dann müsste bei Season eigentlich zu sehen sein beim Kuhstall. Und zwar Milchhof. Wasser müsste hier eine Pumpe stehen. Tut's nicht. Also die Pumpe geht nicht. Anschalten. Anschalten geht auch nicht. Da muss ich mal kurz. Probieren wir mal den bei den Schweinen auch, dass da auch stimmt. Bei Schweinestall, mal gucken mal, gehen wir Schweine. Schweine, Schweine. Besuchen. So, wenn wir jetzt hier die Pumpe bauen würden, theoretisch müsste das funktionieren. Theoretisch. So, hier normalerweise. Der Troch ist hier, der Punkt ist hier draußen irgendwo gewesen. Ja, und ist. Ja. Das sind die 30 Meter mindestens, ne? Alt S, Schweinestall. Auch nicht. Tja, müsste auch nochmal gehen. Schweine, was los? Wir machen die Pumpe hier vorne ausbauen. Was ist da? Nochmal Versuch hier. Das hat doch mal bei Turin gerade geklappt. Ein bisschen Geld kann man noch rein, also ja. Klingt ja bald wieder was. So. Ja, normalerweise. Dann müsste jetzt funktionieren. Also. Ja, den weiß ich auch nicht. So, das Speichern. Zitiert. Alt S. Schweinestall. Vielleicht muss ich eine Weile warten. Keine Ahnung. So, 14. Also ich probiere es dann nochmal, weil ich es rausgefunden habe. Seid Bescheid. Schweinefutter. Und Paradoxe, gibt's wieder ab. Sauber. Kühe sind zum Glück sauber.
So. Mischfutter jetzt. Die Pumpe, da lass mich in meine Ruhe. Und da habe ich es so gemacht. Bei den Kuhstall, eigentlich. Ja, da holen wir was Neues. Stellen wir gerade was her, frisch. So. Da muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Das lässt mir ja keine Ruhe. Brauchen wir einen größeren Hänger, ne? Da ist ein bisschen grün, das kann man noch nacharbeiten. Da vorne erscheinen. Ich werde halt extra Spielzeit machen und dann entsprechend testen. Dann geht's zu. So, einmal noch. Der Wahnsinn. Und eine Tiere, ne? Und dann eins. Hab ich erzählt. Wir wollten 100 haben, aber ich würde noch ein paar Tiere kaufen. Aber da wollen wir mehr Geld haben. Der Kalk ist noch dabei. Ich hab geguckt, was der andere macht. Will ich nicht. Mach. Sehen wir auch nichts, ne? Tja, wäre ja auch bombastisch, ne? Guck nach dem Kalkfahrer oben links und fahr bupf. Das ist ja auch ein Zaun auf, wetten das. Na. Oh! Normalerweise total schon in dem Falle, ne? Aber gut, das können sie hier gar nicht machen. Das wäre, glaube ich, viel zu aufwendig. Ja, da. 18:09 Uhr im Spiel. Zeit ist auch wieder abgelaufen. Jojo. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal, Hüte um den Ring hier. Ciao, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Man hört und sieht sich vielleicht nächstes Mal. Tschüss.